Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das hat der deutsche Schauspieler Falk Henschel mit seiner Hauptrolle im Kinofilm Streetdance 2 bewiesen. Aufgewachsen in der ehemaligen DDR, lebt der 30-jährige Leipziger heute in Los Angeles und verdient sein Geld an der Seite von Jamie Foxx, Tom Cruise und anderen Stars. Ich weiß ganz genau, mein Vater hat immer gesagt, ich will, dass ihr die absolute Freiheit habt, den Träumen zu folgen, die ihr im Kopf habt und keine Einschränkung habt von einem System, was da einfach voll gegensteht. Und ich bin dafür sehr dankbar, ich wäre sonst nie hier. Angefangen hat alles in Leipzig. Falk wächst zusammen mit seinen Eltern und Bruder in der Lützowstraße 23 im Stadtteil Gohlis auf. Schon als Kind hat er sich seinen Traumberuf in den Kopf gesetzt. Meine Großmutter sagt bis heute, das war seitdem ich 3 oder 4 bin, habe ich wohl angeblich zu meiner Oma gesagt, irgendwann bin ich im Fernsehen. Selber, ich erinnere mich dran, so mit 7 oder 8 fing das an, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Schauspieler werden. Und dann mit 9, 10 habe ich mir die Kamera von den Eltern gegriffen mit Kumpels. Wir sind in den Wald abgehauen und haben dann unsere eigenen kleinen Actionfilme gedreht. Falks Eltern erkennen sein Talent und wollen, dass ihm das Tor zur Welt offen steht. Sie setzen sich für die Friedensbewegung ein, demonstrieren für Gerechtigkeit und stellen einen Ausreiseantrag. Wir sind kurz vor dem Mauerfall, also wir wussten natürlich nicht, dass die Mauer fallen wird. Das heißt, wir sind 89 März, Februar oder März sind wir ausgereist. Haben wir dann nach 4, 5 Jahren oder ich glaube sogar fast 6 Jahren Antragstellung dann endlich die Erlaubnis gekriegt. In Düsseldorf findet Familie Henschel ein neues Zuhause. Bald folgt der erste Amerika-Urlaub, ein prägendes Erlebnis für Falk. Meine Eltern standen in einem amerikanischen Supermarkt, der wesentlich größer ist als damals in der DDR, die kleine Einkaufshalle der Tante Emma-Laden. Und die Reaktion, ich glaube, die haben beide sogar, die waren am Weinen vor Überwältigung, weil halt auf einmal alles da war, was vorher nicht möglich war. Für Falk steht fest, hier im Land der unbegrenzten Möglichkeiten möchte er als Schauspieler Karriere machen. Seine Mutter gibt ihm den entscheidenden Tipp. Und die Mama hat dann irgendwann gesagt, versuch's mit Tanzen. Patrick Swayze, John Travolta, Gene Kelly, Fred Astaire, die waren alle Tänzer. Vielleicht findest du dadurch deinen Weg nach Hollywood. Und das hat mich tatsächlich dann nach London gebracht. Dort habe ich 3 Jahre lang getanzt als Backup-Tänzer, Musikvideos und Tours. Falk tanzt für Popstars wie Britney Spears und Madonna. Aber das reicht dem talentierten Teenie nicht. Mit nur 2 Koffern reist der damals 20-Jährige nach Los Angeles. Ich habe mir, wie gesagt, also überhaupt nichts vorher geplant. Ich wusste noch nicht mal, dass man ein Auto hier braucht. Ich hatte keine Ahnung, wo ich wohnen werde. Also ich hatte ein Zimmer bei einem Kumpel, den ich kannte, aber das war es auch. Also ich war ganz schön eingeschüchtert. Tausende wollen in Hollywood den Durchbruch schaffen. Aber der Leipziger ist ehrgeizig. Er nimmt Schauspielunterricht und arbeitet an seinem Akzent. 6 Jahre später wird er mit der ersten Filmrolle belohnt. In Night and Day hatte ich die Möglichkeit, mit Tom Cruise zu arbeiten, den ich schon als Kind sehr bewundert habe, und Cameron Diaz. Es folgen Auftritte in US-Serien und die Hauptrolle in Streetdance 2. Demnächst ist er im neuen Thriller von Roland Emmerich, White House Down, zu sehen, zusammen mit Jamie Foxx, Channing Tatum und Maggie Gyllenhaal. Roland Emmerich ist erst ein super netter Typ. Und ihm zuzugucken bei der Arbeit war so faszinierend. Der weiß einfach ganz genau, was er macht. Das ist eine super Erfahrung. Das ist ein Traum, der wahr geworden ist. Falk Henschel lebt seinen Traum. Und trotzdem packt ihn manchmal das Heimweh. Ich vermisse meine Familie natürlich. Ich vermisse die europäische Mentalität. Das Kaffee trinken, das manchmal 2, 3 Stunden sich hinziehen kann. Einfach so die Relaxedheit, dass man einfach ein bisschen mehr Ruhe hat. Während Falk Henschel auf sein nächstes Rollenangebot wartet, schreibt er sogar Drehbücher und entwickelt seine eigenen Projekte. Der talentierte Leipziger unterscheidet sich durch seine Vielfältigkeit von seinen Schauspielerkollegen. Da lässt der nächste Erfolg in Hollywood bestimmt nicht lange auf sich warten.